Einen wunderschönen guten Tag. Weiter geht's. Bronze 3 sind wir. Wir wollen nach Silber. Ich denke mal, dass Silber danach kommt. Bin ich mir fast sicher. Ist immer so. Wir spielen gegen Xiao. Bella Xiao, Bella Xiao. Entschuldigung. So, jetzt träumen wir. Nehmen wir direkt meine XP. Einer geht nach oben, einer nach unten. So, jetzt habe ich anders gespielt als meine Taktik. Jetzt warten wir bei die 8 Mana. Wir haben aber gerade beide Brücken. Er musste direkt eine Fallenkarte. Fallenkarte? Ich nenne es mal Fallenkarte nutzen. So, jagen den Tank hier oben hin. Er fliegt jetzt da ein bisschen rum. Und kriegt aber dann einen Sniper im Nacken. Von mir. Level haben wir. Das heißt, er hat jetzt Global Early Range. So, die Slow-Viechers haben wir. Sehr schön. So. Und der Sniperino macht seinen Job. So, er, keine Ahnung, der holt. Auch nicht schlecht. So, solange der Tank da ist, hauen wir Units rein. Spammen wir einfach Units rein. Deswegen haben wir das Deck günstiger gemacht. Damit wir einfach Units rein spammen können. Okay, immun. Jetzt warten wir. Nee. Warten wir auf den Tank? Nee. Nimm den Sniper noch mit. Und jetzt warten wir auf den Tank. Weil sie genau den Job vom Tank noch übernehmen kann. Für eine gewisse Zeit. So, sehr schön. Alle gehen nach oben. Sehr gut. Dann werden sie einfach direkt hier ein bisschen aufgehalten. Während er auch einmal mal ein bisschen draufklimpelt. So, das heißt, wir warten jetzt und hauen unten den Golem hin. Wir haben jetzt gerade, sind wir in Führung, das heißt, wir können einfach quasi den Schopf zumachen. Am Schopf packen und zumachen. Irgendwas mit zumachen. Das Runde muss ins Eckige und so. Ihr wisst schon. So, und jetzt können wir einfach wieder Units reinkacken. So, nehmen wir die Karte hier. Um kurz aufzuräumen. Sniper kommt nach oben hin. Weil der Tank jetzt eh alles abfangen sollte. Egal, wo es hingeht. So. Ah, der macht auch gut Damage, ne, der Golem. Und jetzt haben wir gewonnen. Dürfte nichts mehr anbrennen. Können wir weiter rein spammen. Und rein spammen. Und dann gewonnen haben wir. Sehr schön. Dann machen wir nächste Runde jetzt einfach direkt weiter. Karten aus Wettbewerb, Erfolg, schön. Und die Truhe öffnen. 160 Punkte. Bronze 2. Belohnung für Level 15. Oh, 350 Rubine. Lecker. Rubine. Und einfach nicht lang schnacken, ne? Weiter in den Kampf. Ein DLC gab es übrigens kostenlos jetzt. Am Wochenende. Also 100% Rabatt. Jetzt legen sie. Und wieder ein Fragezeichen Gegner. Gut, dann träumen wir. Dann träumen wir ein bisschen. Sind da kurz die XP. Okay, jetzt haben wir es falsch gemacht. Wir haben einfach nicht so gespielt, wie wir immer spielen. Wir haben den Tank nicht abgewartet. Aber gut, jetzt haben wir Brücke mäßig 1-1. So. Das ist eine Unit, die meine sofort wegzimmert. Nee, okay, er ist immun. Das kann ich mit Sniper unterstützen. Das heißt gut, dass wir den genommen haben, nicht ihn. Wenn er, glaube ich, nicht immun gewesen wäre, wäre es nämlich ganz anders ausgegangen, glaube ich. Okay, er ist ein ziemlich... Das ist eine harte Unit. Wir müssen ihn wegkriegen. Weg, weg, weg. Ja, sehr schön. Er hat den Schuss nicht durchbekommen. Und... Jawohl. Er hat mit seiner AOE-Attacke was reingerissen. Ich mit meiner. So. Wenn er jetzt weg ist... Kommt aber der nächste Golem.
So, dann hauen wir die unten rein. Den oben. Einfach damit wir eine neue Karte kriegen, genau. Hopp. Und der Sniper kommt. Oh shit. Oh, der macht aber auch Damage, ne? So, zum Sniper kommen jetzt die Blauvögel. Damit er nicht direkt stirbt, angegangen wird. Ach, ich hätte da. Scheiße. Nicht gut. So, er nutzt jetzt einen ganzen Angriff für ihn hier. Doch nicht. Weil er einfach direkt durchrennt. Na gut, jetzt haben wir keinen Tank mehr. Das heißt, wir warten kurz auf den Tank. Warten wir nicht. Ja genau, wir brauchen die Karte. Wir nehmen die Karte. Bereinigen wir kurz das Feld. Jetzt müssen wir auf den Tank warten. Müssten wir eigentlich. Aber anscheinend... Alter, die Unit ist stark. Deine Unit ist stark. Ja, jetzt kackt er mich zu mit. Ja, jetzt macht er genau das, was wir mit uns vorher immer gemacht haben. Ich krieg die Flugviecher nicht schnell genug kaputt. Ja gut, jetzt wurde mit uns das gemacht, was wir sonst gemacht haben. Er hatte eine Unit, die getankt hat. Und das war der große. Minus 68. Eine Unit, die getankt hat und danach konnte er einfach reinscheißen. Und das hat er, da haben wir dann nichts mehr hingekriegt. Schade. Aber ich glaube, ich habe am Anfang auch direkt wieder falsch gespielt, ne? Ich habe nicht auf meinen Tank gewartet. Ich habe nicht meine Taktik genutzt, wie ich sie immer sonst nutze. So, diesmal machen wir es wieder anders. So, direkt reingeprügelt. So, gib mir die XP unten wieder. Units. Noch mehr Units. Schön. Alter, was ist denn mit ihm los? Er hat andere Karten. Also er hat einen anderen Golem. Aber der... Warum war der jetzt so schwach? Ja gut, dann warten wir jetzt wie... Okay, die erdige Karte genutzt zum Deffen. Das ist nicht so schlimm. So, das heißt, wir nutzen hier unseren... Heini wieder. Können wir ihn triggern. Ein Schuss nimmt er nahe. Das heißt, er kann weiter nach vorne kommen, ohne irgendwie Schaden zu kriegen. Das heißt, jetzt warten wir auf unseren Golem. So, jagen den Golem oben rein. Jetzt haben wir zwei Tanks unterwegs. Das heißt, unten kommen Units hin. Oben kommen Units hin. Sind auch sehr schnell. Er hat wieder eine defensive Fähigkeit genutzt. So, Sniper. Der braucht nicht viel laufen, sondern kann direkt mehr reinschießen. Sehr schön. Und eine halbtanky Unit. So, er rennt rein. Jetzt kriegen wir Damage auf ihn. Jetzt kriegen wir schön Damage auf ihn. Und weiter. Okay. Defensive Fähigkeit war da. Aber sein Problem. Wir können direkt einfach hier die Karten reinspammen. Und haben gewonnen. Ja, seht ihr? Ich nutze die Taktik von, wie ich es halt aktuell mit Söge rechtgelegt habe, wie ich mein Deck zurechtgelegt habe. Und gewinne wieder. Ich habe es gerade anders gemacht und hatte verloren. Plus 80 nur? Okay. Komm, ein Kampf geht noch, ne? Weil wir einen Lose drin hatten. Ein Aufstieg muss doch noch drin sein. Okay.
Re-Doom, ja, passt. Die Figur passt zu Doom. So, wir haben keinen. Doch, wir haben den Tank. So, er haut direkt da. Das heißt, da, wo die meisten Units hingehen, die drei Stück, packe ich ihn hin. Und ihr macht mir unten die XP wieder klar. Schön. Ihr Bogenschützen, kümmert euch bitte um das Mistvieh da. Okay, er hat direkt defensive Unit genutzt. Das heißt, du machst sie bitte mit fertig. Danke. Ihr slowt die Alte. Und ihr, du lenkst ihn da ab. So, Flugunit rein. Und jetzt warten wir auf unseren Tank. Nee, gar nicht. Wir machen den hier. Zack. So. Ja, wir kriegen Damage, aber er ist auch da. Also wir waren jetzt auf unseren Tank. Er hat eine Tank-Unit gespielt. Wir müssen antworten. Wir antworten mit der 8-Unit. Rein da. Bogenschützen. Sniper. Komm. Hallo, was soll denn das? Könnt ihr auch angreifen? Jetzt hat er direkt noch so ein Viech. Es ist so ein Viech von gerade. Der einfach mal enorm viel. Ja, und er kann wieder zuscheißen. Er hat die günstigeren Units, glaube ich. Er hat aber auch mehr günstige Units. Also die Masse. Ich kann gegen seine ganzen kleinen Units nicht viel machen. Weil ich immer nur langsam schieße. Ja, okay, gut. Dein Deck hat gegen meins gewonnen. Ah, der hat sein Deck gewonnen. Also, war mit einem kleinen doch nicht so viel. Ja, beenden wir die Folge mit dem Los. Schade. Ah, Bronze 2. Hardstack. Ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein, ciao.